Das verstehe ich nicht. Aber ich erkenne einige der Symbole wieder. Plus, Minus, Multiplikation und andere Dinge. Das muss etwas Mathematisches sein. Wieso hat der hier oben so eine Totenschädel und so? Und vor allem hier ein Abakus. Warum? Ein süßes Häschen. Ich frage mich, ob der Zauberer es genäht hat. Das hat er gut gemacht. Ich mache mir auch ein, wenn ich zu Hause bin. Oh, sind Sie der große Zauberer? Tut mir leid, ich bin Fran und ich brauche Ihre Hilfe. Ist das der Kotrimberg? Entschuldigung? Können Sie sprechen? Du hast so viele Fragen. Das ist gut. Oh, tut mir leid. Der König sagte, Sie können mir helfen. Was der König sagt, tun wir. Sie müssen mir die Steine ausleihen, um eine Tür in meine Welt zu öffnen. Die Steine sind weg. Ich weiß auch nicht, wo sie sind. Sie suchen. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich vergesse. Man kann sie nicht finden. Oh, verstehe, aber vielleicht kann ich bei der Suche helfen. Ich will nur die größte Antwort von allen wissen. Wie geht das mit dem Hasen? Ach, deswegen der Hut hier. Ich habe gesehen, wie es ein Mensch getan hat. Der Hase kam aus einem leeren Hut. Aber wie? Das ist die größte aller Fragen. Weil wenn nichts existiert, existiert das Nichts. Aber wenn das Nichts existiert, dann gibt es quasi kein Nichts. Denn nichts ist nicht existent, wenn nichts existiert. Ich frage mich wieder, wie geht das? Warum fragen Sie nicht die Person, die es getan hat? Oh, ich habe einen Besucher. Guten Tag. Was führt dich zum großen Zauberer? Das bin übrigens ich. Nur, dass du es weißt. Oh, guten Tag. Ich bin wegen der Steine hier. Der König schickte mich hierher. Die Steine. Ah, nach ihnen hat schon lange niemand mehr gefragt. Ich habe den großartigsten aller Sprüche gewirkt, damit sie niemand finden kann. Du weißt schon, die schwarzen Schatten, die Kamalas, sie versuchen immer, sie zu stehlen. Also muss ich sicher gehen. Der König sagte mir, die Steine öffnen eine Tür zu meinem Zuhause. Die Steine verstecken sich. Ich erinnere mich nur an die vier Rätsel, die mit den Steinen verbunden sind. Vier Rätsel, sowie vier Jahreszeiten. Vier Rätsel, die meine Erinnerung wiederbringen werden. Nur wenn alle vier Rätsel korrekt beantwortet werden, werde ich dir sagen können, wo du fünf Gegenstände finden kannst. Diese Gegenstände sind die Steine in ihrer anderen Form. Dann bin ich der Einzige, der sie zurückholen kann. Verstehe. Geben Sie mir die Rätsel. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich zeige sie dir. Komm. Das ist der Stern von Iterster, Omkabe, der größte Führer im Himmel, der größte Wächter dieses Landes. Oh wow, das klingt toll. Ich gebe dir die vier Rätsel, geschrieben in der Sprache von allem. Die Antwort ist immer ein Gegenstand. Lege diese Gegenstände auf den Stern von Iterster, auf dem passenden Symbol. Und danach sage ich dir, wo die Steine sind.
Oh, vielen Dank, Herr Zauberer. Oh. Oh, Herr Zauberer? Der König sagte mir, dass Sie mich wieder menschlich machen können. Hat er? Ich glaube, das stimmt. Ich erinnere mich kaum noch, wie es geht. Sie erinnern sich nicht? Aber ich kann nicht als Baum nach Hause gehen. Ich verstehe. Aber ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss mein Wissen wiederfinden. Vielleicht können wir dich wieder menschlich machen, wenn du den ersten Stein hast. Oh, das wäre wunderbar. Ja, unglaublich. Und toll. Versuch einfach, die Rätsel zu lösen und alles wird gut, glaube ich. Brauche ich was Besonderes, um ein Mensch zu werden? Ich glaube, der Geruch ist sehr wichtig, wenn ich mich richtig erinnere. Also, bring mir deine Klamotten und wir schauen, wie es geht. Können Sie mir die Rätsel nochmal erklären? Ich habe vergessen, was ich tun muss. Lege einfach die richtige Antwort an die richtige Stelle auf dem Stern von Interstar. Wenn du das geschafft hast, kann ich dir mehr erklären. Jetzt wartet Hasenwissenschaft auf mich. Hasen. Aha. 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich. Das sieht aus wie eine 1, also muss es eine sein. Das muss 2 sein, sehr logisch. Das muss 3 sein, natürlich. Das ist 4, ganz bestimmt. Und das sind ihre Füße oder Hände, ich weiß nicht genau. So, schauen wir nochmal, was wir bekommen haben. Ich bin kalt, so kalt. Aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Hell wie die Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Zitrone? Nein. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Der Kackstift? Nein. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel. Und der Stift der Menschen? Ein Zweig wahrscheinlich. Was sind das hier? Also, Entschuldigung. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Ein Feuerzeug. Wie cool, dass hier einfach alles komplett anders ist im Winter. Hey, da liegen noch... Hier liegen überall Zweige. Hier haben wir noch Ähnchen. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir genau wie den... Später wahrscheinlich noch aktivieren. Oh nein. Oh nein. Oh, und hier alles blutig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Palontras, Entschuldigung. Warte, nicht gehen. Oh nein, er sah echt schlimmer aus, Kätzchen. War das nicht der Doktor? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Ich hoffe es. Er war so verletzt, dass er seine Feder verlor. Was wohl passiert ist? Oh, das ist Palontras Feder. Ich hoffe, ihm geht es bald wieder gut. Haben wir da irgendwas mit Feder? Fließe, fließe, hell wie die Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Ich kann mir vorstellen, das war schwer zu übersetzen. Jetzt ist natürlich nur die Frage. Sauer lächeln, denke ich halt wirklich an Zitronen. Hell wie die Sonne, aber Zitronen sind ja nicht so hell wie die Sonne. Mit Schnee und Eis bedeckt, damit kann ich nicht segeln. Und wahrscheinlich sollten wir auch nicht hier auf, ne, auf das Ding da gehen. Sogar die Karte ist jetzt voller Schnee. Ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Ist schon sehr cool gemacht. So, hier ist jetzt momentan niemand. Was haben wir denn hier? Alles sieht so verschlossen aus. Naja, ist es ja auch, letzten Endes. Hallo? Huhu. Es ist sicher jeder bei sich zu Hause. Ich glaube, bei dem Wetter wollen die auch gar nicht arbeiten.
Tja, niemand da. Auch hier ist absolut niemand. Hallo, ist hier jemand? Wohl nicht. So, da ist komischerweise nichts gefroren. Ich könnte mich hier verstecken, wenn das Monster kommt. Ich hoffe zumindest, er kommt niemals wieder. So, im Winter scheint ja nicht so viel los zu sein. Wir gehen trotzdem mal ein bisschen die Gegend nochmal ab. Einfach nur aus Prinzip, damit wir es gesehen haben. So, hier, die Tafel sieht wahrscheinlich auch anders aus jetzt. Ja, ist auch eingeschneit. Niemand da? Ha, er nur wieder. Sofort stehen bleiben. Hast du das Passwort? Oh nein, welches Passwort? Das Bibliothekspasswort natürlich. Du brauchst es, um reinzukommen. Wissen Sie, wer das Passwort kennen könnte? Ja, der große Zauberer natürlich. Er weiß alles. Okay. Mal sehen, ob ich das Passwort kriege. Tschüss. So, mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich. Ich gehe erstmal hier nochmal, aber auf dem Balkon war, glaube ich, gar nichts weiter. Hier drin ist eh alles beim Alten. Und hier... Okay, runterspringen geht auch nicht. So aus Prinzip. Gehen wir nochmal kurz zum Zauberer und fragen nochmal nach dem Passwort. Oder mal hier noch irgendwas anderes? Das ist gruselig. Okay, das ist wieder das Gleiche. Da sagt sie wieder das Gleiche. Wir gehen mal ganz kurz zum Zauberer und schau mal. Ist schwierig hier im Schnee was zu sehen. Jemand hat einen Schneemann gebaut da gerade, habe ich gesehen. Schön finde ich übrigens auch, dass sie auch eigene Spuren hinterlässt im Schnee. Hehehe. Okay, die latschen ja also einfach so rum. So, zum Glück können wir manchmal Abkürzungen mit den Augen nehmen, sonst wäre es ein bisschen schwierig, hier die ganze Zeit hin und her zu laufen. Also, wir fragen mal nach dem Passwort für die Bibliothek, vielleicht weiß er das ja. Können Sie mir die Rätsel... Nein, lege einfach die richtige Antwort. Ja, das kennen wir schon, wenn du das geschafft hast, kann ich mehr erklären. Jetzt warten, harten Phasen ein bisschen auf. Okay, wir müssen erstmal einen Gegenstand finden. Wir haben jetzt eine Feder... Oh. Na, das war ja nicht so schlau. Ich komme nicht raus, solange das im Weg ist. Das war jetzt dumm. Wie schön das einfach ist. Ich will auch so eine Uhr haben. So, zack. Die Frage ist, hier ist wahrscheinlich die Furche gar nicht mehr da, ne? Hier so. Doch, die ist immer noch da. Krass. Vergehen dann Jahre, wenn wir die Uhr benutzen? Vergehen dann tatsächlich Jahre? So, würdest du gerne mit mir warten? Lalala. Den Heimweg finden. Das wäre sicher toll, aber ich muss meinen Weg nach Hause finden. Nach Hause? Du bist... jetzt mache ich das falsche Geräusch. Du bist ja heute mein Freund. Das Universum ist dein Zuhause. Oh, das ist ein schöner Gedanke. Was riecht hier eigentlich so? Oh, upsi, meine Pupser. Damit die Dunkelheit mich nicht heimsucht, weißt du? Das ist aber seltsam. Ich sehe gar keine Dunkelheit. Oh mein Gott, der ist wirklich schlimm. Boah, ich muss los. Tschüss. Hab ich voll das Fell auf der Zunge vor dem Furz. So. Dann furzt der Grashüpfer hier einfach rum. Wo kriegt man ein Ticket für das Ganze? Frage ich mich. Generell, wo kriegen wir denn... Wir haben jetzt eine Feder... Ein müder Baum. Grübel, Grübel. Untersuchen. Ich bin so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Ein Streichholz ist ja nicht kalt. Was brennt denn lichterloh, wenn man es benutzt? Eine Herdplatte ist kalt. So, die brennt aber nicht lichterloh. Schneeflocken oder Eis brennen ja nicht lichterloh. Man kann sich zwar in Eis verbrennen, aber hell wie die Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen.
Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Okay, das kommt auf Platz 4. Das ist die Feder. Ich dachte zuerst ein Ast, aber es ist die Feder. So, probieren wir das mal. Packen wir mal Platz 4. Ich hoffe, es sind jetzt nicht wirklich Jahre vergangen bei den Menschen. So, benutzen. Auf hierhin. Palontras Feder lege ich genau hierhin. So, mal gucken. Ein Gegenstand sollte ja reichen zum Erinnern. Können Sie mir die Rätsel nochmal genau erklären? Ich habe vergessen, lege einfach die richtige Antwort. Ja. Du hast es geschafft, das kann ich mir erklären. Jetzt war der Hasenmischner. Ja, okay, das wissen wir. Oh, Moment. Entschuldigung, musste mich ganz kurz anders hinsetzen. Symbole haben wir ja nicht. Komischerweise sind hier wesentlich mehr Symbole und Schnörkeleien, als wenn wir es im Close-Up angucken. Zwei große leere Flaschen, das sind sie. Ja. Ich frage mich, was in diesen Flaschen da oben ist. Es könnte Schokoladensauce oder Milch sein. Oder etwas anderes, Gift oder so. Man weiß es nicht. Das ist ein menschlicher Schädel. Hallo, ich bin also nicht der Einzige. Aber vielleicht hat der Mensch niemals den Heimweg gefunden. Ich stecke in großen Schwierigkeiten. Aber das kriegen wir schon hin. Die Feder haben wir. Da oben ist, glaube ich, nichts. So, da ist die Party in vollem Gange und wir haben natürlich kein Einlassticket. Können wir ihm irgendwas anderes geben? Kann ich eine deiner Zitronen haben? Tut mir leid, die Zitronenvorräte sind beschränkt. Ich kann dir keine geben. Ich nehme so viele Zitronen, wie in den Korb passen. Das bedeutet, alle Zitronen verbauen. Mist. Was? Nein. Ich muss die Leiter nicht hochklettern. Doch, das wäre eigentlich ganz praktisch, wenn du die Leiter hochkletterst. Vielleicht im Frühling schon mal die Leiter hochklettern und dann umswitchen. Dann kann man nämlich eine Zitrone klauen. Die gehören ja nun nicht ihm. Der will die nur alle haben. So, hier. Ich gucke mal irgendwas, was sie hier so verkaufen. Irgendwas mit Kacke. Ich will ja unbedingt Kacke kaufen. Ich weiß nicht warum. Ich bin so kalt, das ist es nicht. Hell wie die Sonne ist es auch nicht. Fließe wahrscheinlich auch nicht. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Fließe, kaltblütiger Sohn. Der hat auch schon repariert. Hallo, Cockwind. Hallo, Friend. Ich habe dich eilig, wir sprechen später. Okay, da können wir auch nicht viel mehr machen. Da geht Friend, die Touristin. Viel Spaß. Okay, Friend freut sich. Mit der Schnecke haben wir auch kein Business mehr. Er baut auch immer noch ewig am Boot rum. Hallo nochmal, kleines Wesen. Ich hoffe, du findest bald deinen Heimweg. Ein Boot bereit zur Abfahrt. Auf und davon. Das haben wir alle schon vorgelesen. Dann sind noch Windmühlen. Können wir vielleicht beim König vorsprechen und Bescheid sagen, dass der Arzt verletzt wurde? Geht das zu irgendeiner Jahreszeit? Der Zauberer kennt das Passwort, aber... ich glaube, der König ist einfach gar nicht mehr da. Der Thron des Königs, ob er wohl gemütlich ist? Ja, das hat man schon mal. Zu Anfang der Aufnahme. Aber hier können wir auch niemanden rufen. Die Erdbeeren können wir nicht mitnehmen, ne? Sie sehen so lecker aus, aber ich glaube, ich esse jetzt lieber nichts. Ich möchte Hunger haben, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß, dass Tante Grace Abendbrot macht, wenn ich zurückkomme. Ja, wer weiß, wann sie zurückkommt. Die ist auch schon Stunden um Stunden um Stunden unterwegs. Wie viel Hunger kann man denn haben wollen? Da kann man nicht lang.
Ich frage mich, ich hänge immer noch in diesem Rätsel fest. Benutzen? Nein. Ja, benutze Rätsel mit Stufen. Das ist eine tolle Idee. Ich wollte natürlich untersuchen.